So, hallo liebe Sarah und hallo lieber Fabian, ihr seid heute meine Gäste und hallo an alle, die hoffentlich live oder sonst auch gerne später zuschauen und zuhören oder nur zuhören, wie auch immer. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder zwei Gäste habe, zwei Gäste, die ihren Herzensweg gehen, mit der Sarah Hoffmann, mit dem Kunstnamen Sarah Della Rosa und Fabian Schmidt. Beide ja, machen unter anderem Mode, beziehungsweise Fabian macht nur Mode, nur im Sinne von nicht, dass es wenig ist, das reicht, da kann man sich richtig toll, ja, toll beschäftigen und tolle Sachen designen. Und Sarah ist absolut vielfältig und hat trotz der Vielfältigkeit in Corona, trotz ihrer vielen Standbeine quasi, ja, Probleme gehabt und auch immer noch Probleme zu gucken, wie kann ich meine Jobs weiterführen. Und das alles, und das finde ich so super schön bei beiden, was heißt schön, das ist die einzige positive Nachricht, dass beide sich trauen, sich hier zu zeigen, zu kommentieren, weil heute werde ich mal nicht nur positive Nachrichten schicken. Und das will ich aber jetzt selber nicht vorwegnehmen, sondern auch nachher Sarah sagen lassen, weil wir haben ja auch unter anderem die Initiative Aufschwung gegründet, über die wir auch heute berichten, wo beide eben auch bei den Nehmenden stehen, weil es einfach Menschen wie diese beiden gibt, die gerade mit dem Rücken an der Wand stehen und eigentlich eher ja gestern wie heute Geld und Unterstützung brauchen. Und wir haben auch schon viel Geld gesammelt, es fließt aber noch nicht so. Das heißt, alle Gebenden, denen ich das auch hinterher jetzt nochmal zuschicke, möchte ich wirklich bitten, auch zu überlegen, möglichst schnell und gerne auch nochmal vielleicht den Betrag etwas zu erhöhen, den ihr geben wollt. Denn die beiden haben das auch sehr verdient, aber wir haben ja auch extra keine Jury, die das entscheidet, sondern euer Herz soll auch entscheiden. Und ich möchte jetzt den beiden die Möglichkeit geben, dass sie im Interview mit mir einfach immer mal erzählen, wie es in dieser Zeit ging. Und ich starte mal erstmal mit Fabian. Fabian, du bist Modedesigner, hast in Trier studiert. Da kenne ich sogar den Genau. Bereich Modedesign in Trier ganz gut. Und ja, erzähl mal, wie es dir jetzt in Corona ging, beziehungsweise vor Corona, was du vorhattest. Also ich glaube erstmal, wir starten mal vor Also, Corona. genau, also vor Corona, das war ja 2019, da hatte ich mit meinen Existenzgründungsberatern einen Businessplan ausgearbeitet, dass wir dann halt im Jahr 2020 dann halt durchstarten, dass ich meine eigene Kollektion halt auf den Markt bringe, dann auf diverse Messen gehe, wie zum Beispiel die Paris Fashion Week, die Premium in Berlin, damals noch, die ist ja jetzt nach Frankfurt gewandert und diverse Endverbrauchermessen. Ja, und dann kam Anfang 2020, kam dann halt Corona und dementsprechend wurden halt alle Messen halt gecancelt, abgesagt. Ich stand dann halt da mit meiner Kollektion, die in der Produktion dann halt war. Also wir waren halt schon mittendrin im Arbeiten und es gab halt keine Perspektive, die dann jetzt irgendwie zu vertreiben. Ne? Also irgendwie großartig an den Mann zu bringen. Ich habe zwar selber versucht, Kundenakquise, also Boutiquen anzuschreiben und da hat es die ganze Zeit nur an Absagen gehagelt, weil aufgrund von Corona halt weniger Menschen einkaufen gehen und weniger Klamotten halt irgendwie brauchen, um wegzugehen oder ähnliches. Ne? Weil Jogginghosen-Style ist dann halt eher im Homeoffice dann halt angesagt. Ne? Da braucht man halt nichts Schickes. Ne? Das Ja, heißt, eben das war Mode halt. an sich ist plötzlich dieses Kaufen oder Lust auf Kaufen oder auch, ne, sich schön machen, ist damit Genau. quasi plötzlich weg gewesen und damit sind deine Einkaufsmärkte verschwunden. Du hast aber erstmal umgestellt und hast dich nochmal mit ja, diesen Mundschutzmasken quasi über Wasser gehalten einigermaßen. Wie war Genau. das? Das war durchweg positiv, bis dann halt das Gesetz eingeführt worden ist, dass es halt nur noch medizinische Masken halt gibt, ne, und die erlaubt sind. Und dann ist mir damit sozusagen auch meine zweite Einnahmequelle halt einfach komplett weggebrochen. Ne, also ich habe dann halt mit meinen Mitarbeitern und meinen Praktikanten damals halt direkt von heute auf morgen alles umgestellt. Man hat dann auf einmal gemerkt, okay, Baumwollstoffe sind überall ausverkauft, Gummibänder sind überall ausverkauft. Und das war so eine extreme Nachfrage. Das habe ich selber noch nie in meinem Leben erlebt. Ne? Ich Also, habe ihm sogar noch welche aus ja, Thailand mitgebracht. genau, Sarah hat mir sogar noch Gummiband aus Thailand Gummiband. mitgebracht, weil es hier in Deutschland nichts mehr gab. Ne? Also, das muss man sich halt echt mal vorstellen. Also, es waren halt schon ziemlich widrige Umstände, aber ich habe dennoch es halt irgendwie geschafft, mich so über Wasser zu halten. Und dann halt auch noch ein paar Schritte halt zu gehen, dass ich halt auch die Kollektion halt auch noch finanzieren konnte. Ja, und dann,
kam ja jetzt dann die zweite Welle und dann die dritte Welle, das ja irgendwie alles so nahtlos ineinander überging. Und ja, Corona-Hilfen gab es auch nicht sonderlich irgendwie was. Da war das Referenzjahr 2019 im Vergleich zu 2020 schlechter. Ne? Du bist und ja gerade erst gestartet, ne? Und an der Stelle genau. Ist das für Startups absolut nicht das Kriterium, was funktioniert beispielsweise. Ne? Genau, das ist dann eher sozusagen der Knickbruch. Ja, muss man halt wirklich so sagen. Das heißt, die eine Tür schloss sich durch Corona mit den ganzen Messen, dann hast du umgestellt auf Mundschutz und dann schloss die sich, weil irgendwelche Menschen sich an den an medizinischen Masken auch gerne Geld verdienen wollten. Okay. Genau, korrekt. So, das heißt, und da war sozusagen jetzt kein Weg mehr und keine neue Tür, die du bislang gefunden hast. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du uns gefunden hast von der Initiative Aufschwung. Und wir hoffen, dass wir bald Geber finden, damit du einfach nochmal eine Perspektive siehst und dann auch mal wieder neu und schwungvoll Gas geben kannst, wenn es jetzt wieder weitergeht. Wir hoffen natürlich alle, dass es bald wieder weitergeht, aber auch jetzt, wo man zum Teil gehen darf, irgendwo hingehen darf, sind die Leute ja sehr zurückhaltend, wissen nicht mehr, was gilt, ne? Und haben Angst, wollen sich nicht testen lassen. Das heißt, selbst was erlaubt ist, ist gerade noch so eine, ja, es wird nicht wirklich genutzt. Ne? Und das hat auch Sarah in anderer Weise erlebt, in vielfältiger Weise. Ich habe vorhin schon angekündigt oder anmoderiert, du bist total breit aufgestellt. Erzähl doch einfach mal, was du machst, was du gemacht hast, also unglaublich vielfältig und wo man eigentlich denkt, wenn irgendeine Krise kommt, ne, hast du ja immer noch irgendwie ein anderes Standbein. Sollte man meinen, ja. Also auch erstmal ein Hallo von mir. Also ich habe den Laden, das Tabula Rosa, 2017 im April eröffnet und damit ich ja nicht die ganze Last von Krankenversicherung erstmal tragen muss, bin ich weiterhin in einem Angestelltenverhältnis gewesen. In der Agentur war da zuständig für Buchhaltung und Verwaltung. Genau, das war so eine Teilzeitstelle. Und am Wochenende bin ich häufiger in Clubs unterwegs und ja, als DJ tätig. Jetzt stell dein Licht mal nicht so unter den Scheffel, du bist wirklich Bangkok und so weiter, also wirklich in ganz vielen Bereichen tätig, ne? Also nicht nur in Deutschland, nicht nur im Saarland, du hast einen richtigen Namen dir als DJ aufgebaut. Ja, also insbesondere auch in Thailand, da habe ich eine Zeit lang auch gelebt, durch das Studium, was ich vor dem Laden eben gemacht hatte, genau. Und war dann ja in Bangkok und habe da ganz gut Fuß fassen können, sagen wir mal so. Ja, und damit alle Zuhörerinnen und Zuschauer eine Idee haben, dein Laden besteht woraus? Also es ist ein Mischkonzept. In erster Linie verkaufe ich Vintage-Klamotten aus den 80er und 90er Jahren. Bunt, schrill, ja, viel Schulterpolster. Und habe zudem neue Ware von lokalen Designern oder solche, die es eben noch werden wollen. Also unter anderem habe ich zum Beispiel auch von Fabian regelmäßig Sachen im Laden verkauft. Ja, das reicht von Taschen über Schmuck bis hin zu Beanies. Und das, der dritte Punkt, den ich eigentlich mit dem Laden ganz gerne abdecken wollte, waren Veranstaltungen. Heißt, mal einen DJ ins Schaufenster stellen oder mal eine Band, die hier spielt. Eine Kunstausstellung hatten wir auch mal. Ja, genau. Das ist, glaube ich, so das, was super. Am besten. Gerade meldet sich auch per als Kommentar die Anne Pütz-Spatazza, die letzte Woche im Herzenstalk war, die ist auch eine der Nehmenden und grüßt uns ganz lieb. Und ja, liebe Anne, schön, Grüße dass zurück. Du auch live Grüße dabei zurück. Bist gerade. Genau. So, wir werden uns irgendwann, das ist meine große Vision, auch mal kennenlernen, die Gebenden, die Nehmenden und alle zusammen. Und da wird auch was raus entstehen. Aus der Anne ist sozusagen vom letzten Mal bis heute, hat sie sich mit der anderen Talk-Teilnehmerin, die kannten sich nicht, so wie ihr jetzt, ne? Haben die schon neue Konzepte auf die Beine gestellt, was sie mit Natur und Kunst und Coaching machen wollen. Also richtig schön. Cool. Genau, also solche Sachen hoffe ich natürlich auch. Es könnte ein Nebenprodukt sein. Ja, und Sarah, so vielfältig aufgestellt, wie du bist oder warst, es hat dir sozusagen nicht geholfen. Im Gegenteil. Deswegen haben wir jetzt auch vorhin angekündigt, es gibt mal heute ausnahmsweise keine positiven Nachrichten. Du wolltest aber trotzdem auch kommunizieren. Ich habe gesagt, ja, das finde ich auch wichtig, weil
weil für mich wichtig ist, dass natürlich nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen gerade im Leben ist und die Menschen wirklich also sozusagen gerade um ihre Existenz kämpfen, bangen und gucken, wie können wir überleben, wie kann so ein wunderschöner Laden, der wirklich im Nauwieser Viertel da richtig präsent ist und sichtbar und eigentlich ein Teil des Nauwieser Viertels ist, wie kann das überleben? Und deswegen machst du ja auch mit, aber leider, die Gebenden haben jetzt noch nicht alle gegeben und für dich kommt jetzt die Hilfe, wenn sie kommt, zwar zu spät, aber für was anderes. Aber vielleicht magst du das jetzt besser sagen. Genau. Genau, also der Hintergrund ist, dass ich, wie gesagt, den Laden eben im Nebenerwerb gemacht habe. Ich habe zwar von der Soforthilfe, die es im Mai 2020 gab, noch ein Stück abbekommen, aber sämtliche Überbrückungshilfen bin ich durch das Raster durchgefallen, weil eben die Grundvoraussetzung ist, dass meine Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit im Jahr 2019 mindestens 51% betragen. Und ja, genau, das ist halt bitter. Vor allem, wenn ich damals gewusst hätte, dass ich eben statt mich doppelt oder dreifach zu belasten, direkt bei der nach der Eröffnung in die Grundsicherung gegangen wäre, wo ich jetzt bin, dann wäre ich jetzt antragsberechtigt. Also heißt, wenn ich im Staat die letzten 3,5, 4 Jahre auf der Tasche gelegen hätte, würde ich jetzt was bekommen. Da ich das nicht gemacht habe, ja, muss ich jetzt leider in den sauren Apfel beißen und das tut natürlich weh. Dann war ich jetzt im letzten Jahr, natürlich sind da die Umsätze enorm eingebrochen, war halt auch nochmal doppelt bitter, weil ab Mitte 2019 ging es halt wirklich mal mit Schwung nach vorne, wo ich dachte, okay, vielleicht reicht es doch irgendwann davon zu leben. Und ja, dann kam halt Corona und ja, da sind halt sämtliche Bemühungen irgendwie ins Leere gelaufen. Und genauso sieht es aus mit dem Auflegen. Also mein letzter Gig war im Februar 2020. Auch da sind die Umsätze eingebrochen. Auch da habe ich keinerlei Anspruch auf staatliche Hilfen. Also das heißt, genau. Dadurch, dass du so fair warst und gesagt hast, ne, ich sichere mich ab, ich gucke, dass ich einfach wirklich abgesichert bin und dem Staat sozusagen nicht da irgendwie Grundsicherung beantragt hast, was übrigens viele Selbstständige jetzt gemacht haben, was vorher eigentlich auch gar nicht bekannt war, dass das gibt, war es natürlich genau, aber auch schon schwerfällt. Also deshalb, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht, also spätestens nachdem mir diese Doppelbelastung auch teilweise sehr viel abverlangt hat und ich ja wirklich teilweise auf dem Zahnfleisch ging. Ja, gut, das Ende vom Lied ist jetzt, dass ich seit dem letzten Lockdown, also Dezember bis März, in so einer, ja, wie wir alle, in so einer Warteposition war und habe wirklich hin und her überlegt, mache ich weiter oder höre ich auf, weil ich eben auch kein Ende sehe dieser ganzen Geschichte. Bis März hatte ich gehofft, dass vielleicht nochmal Veranstaltungen stattfinden in irgendeinem, also natürlich nicht so wie vorher, aber in irgendeinem Rahmen, dass die Leute wieder vor die Tür gehen können und ja, wie Fabian eben auch schon gesagt hat, solange es im kulturellen Bereich nicht weitergeht oder ob das Hochzeiten, Geburtstage, Partys, Clubs, ja, Konzerte, so lange werden Leute auch keinerlei Bedarf an Begleitung haben oder nur einen minimalen Bedarf, wenn man sie ja auch nirgends ausführen kann. So. Ja. Das ist das Problem. Und jetzt seit April, ich hatte da mit jemandem auch gesprochen von der IHK, der für den Bereich Textil zuständig ist. Und der hat letztendlich so meine Befürchtung, die sich seit Ende März eingestellt hat, nämlich, dass es in diesem Jahr auch nicht normal weitergehen wird, ein Stück weit bestätigt. Also der sagte auch, er ist gerne optimistisch, aber wenn man es wirklich mal realistisch betrachtet, sieht er da vor Mitte nächsten Jahres wenig Hoffnung. Und dann habe ich mich dazu entschieden, den Laden aufzugeben. Das hast du gezwungenermaßen mir im Vorfeld jetzt am Telefon gesagt und genau, also weil du einfach die Miete nicht mehr bezahlen kannst, du hast auch schon Nachmieter gefunden und nichtsdestotrotz lassen wir dich weiter bei den Nehmenden, weil wir einfach Hoffnung haben, dass du vielleicht, auch wenn das jetzt gerade erstmal so ein Schock auch ist für dich, dass du diese Entscheidung, so eine Entscheidung zu treffen, fällt natürlich total schwer und tut auch total weh und
Aber du bist eine, die nicht aufgibt. So habe ich dich zumindest in der kurzen Zeit jetzt erlebt. So eine Powerfrau, die nach vorne guckt, trotz allem und einfach auch ihre Dinge machen will, ihre Ideen umsetzen will. Und deswegen brauchen wir eigentlich für dich jetzt noch mal dringender einen Geber oder eine Geberin oder auch mehrere gerne, die dann einfach sagen, geben dir Starthilfe, damit du jetzt einfach noch ein neues Ladenlokal findest, um dann nochmal neu zu starten und vielleicht dann einfach mit 3 Monaten versetzt oder wenn einfach wieder die Perspektive da ist, dass du dafür ein Startkapital hast, um dann nochmal zu sehen, jetzt geht's wieder los und jetzt geht's weiter und da den Mut schaffst und den Mut auch nicht verlierst. Also von daher vielen, vielen Dank für deinen Mut, dich jetzt auch hier so zu zeigen und das auch deinen Kunden und Kundinnen damit erstmal zu sagen, weil es ist ganz frisch und ganz neu, die Entscheidung, wie ich gehört habe. Und, und ich finde, das ist in Deutschland in unserer Kultur wirklich so schade, dass Menschen, die quasi, ne, denen es geht wie ihr, so irgendwie so isoliert sind. Man spricht da nicht drüber oder über Geld spricht man nicht. Und ich finde, das ist so ein Glaubenssatz, über Geld spricht man nicht, sondern über Geld spricht man, weil Geld braucht man auch. Wir müssen ja von irgendwo leben und ich finde es jetzt auch hier nochmal ganz wichtig, diese ganzen Fördermittel, da ist kein, selbst wenn man die bekommen hätte, ne, ich habe die auch nicht bekommen, aus nur die ersten, da ist kein Unternehmerlohn drin. Das heißt, man darf sich keine Entnahme nehmen. Ne? Also das heißt, wovon soll man denn das Essen privat und sonst was bezahlen? Ne? Also ich habe ich fange jetzt mit meinem Haus dank einer netten Bank, die ich durch gute Kontakte gefunden habe, nochmal da an, wo ich vorher aufgehört habe, also vor 10 Jahren, nochmal vorne, ne? Und ich kann Gott sei Dank gerade mein Haus halten, dank dieses Kontaktes zur Bank. Aber ich habe auch ganz andere Banken erlebt, die eben nicht offen waren und nicht kommunikativ. Und so geht es einfach ganz viel. Ne? Also diese Flexibilität und noch mehr Schulden und Schulden und das Konto wird minus und wie schläft man da? Ne? Und ich weiß noch, Fabian, ich fand es so schön, magst du erzählen, wie du bei mir angerufen hast? Du konntest das irgendwie gar nicht glauben, dass es Aufschwung gibt, gell? Das fand ich irgendwie ein ganz schönes... Ich konnte es ehrlich gesagt echt nicht glauben, dass es wirklich mal Menschen gibt, die einfach einem mal Geld geben, ohne Gegenleistung zu erwarten. Ne? Also das konnte ich ehrlich gesagt wirklich nicht glauben. Also ich habe ja, als wir telefoniert haben, habe ich ja wirklich die Tränen in den Augen stehen gehabt und war halt echt überglücklich, dass es halt so eine Option halt einfach gibt. Weil ich halt auch momentan wie Sarah auch in der Grundsicherung jetzt drin bin. Mein Mitarbeiter ist in Kurzarbeit und alles. Also ich habe wirklich so gut wie es geht alles auf Null gefahren, um halt irgendwie ansatzweise überleben zu können. Ne? Und Überlebenskampf ist halt, sagen wir mal so, was jeden kreativen Mensch halt auch einfach irgendwie tötet auf gewisse Art und Weise, weil man hat überhaupt keine Chance, dann irgendwie mehr drüber nachzudenken, oh, was könnte ich denn irgendwie mal als nächstes machen, um irgendwie die Verkäufe nochmal zu steigern oder ähnliches. Nee, es ist halt echt eher so, dass man sich dann halt wirklich denkt, okay, gut, mein Konto ist im Minus, wie viel Geld habe ich den Monat jetzt noch zur Verfügung, wie kann ich jetzt die Miete noch zahlen, was kann ich machen, um irgendwie noch Geld einzusparen. Dann kommen jetzt noch halt so Mitte des Jahres halt noch die ganzen Versicherungen, Handwerkskammerbeitrag etc. pp. Das sind jetzt auch nochmal Sachen, die jetzt nochmal anstehen, wo ich dann jetzt halt auch nochmal denke, so, ja, toll. Ja. Also mein Gründungskredit ging eigentlich echt einfach nur darauf, um zu überleben und nicht irgendwie, wie gedacht, halt um das Unternehmen halt nach vorne zu bringen. Ne? Gerade mit den Banken finde ich eben auch, das ist eine Frechheit, also dass da nicht einfach mal auch die Zinsen eingedämmt wurden. Also dass man gesagt hat, okay, wo kann man denn ansetzen? Und die Banken, die ziehen munter ihre Überziehungszins und dann den Dispo-Überziehungszins. Ja. Also was ich in den letzten Monaten an Zinsen bezahlt habe, da wird mir schlecht, wenn ich das mir angucke. Das ist wirklich, und dass da nicht irgendwie mal was getan wird, halte ich wirklich für, also... Ja, unbegreiflich ist mir das wirklich. Genauso finde ich gut, was du eben gesagt hast mit diesen, mit den kreativen Ideen. Also ich bin gerade so ein bisschen erleichtert, dass es dir genauso geht, weil ich setze mich halt gerne selbst unter Druck und sehe eben oder habe die ganze Zeit so einen Handlungsdruck in mir verspürt, ich muss irgendwas tun, sonst geht es halt wirklich den Berg runter. Aber dass man so viele andere Sachen im Kopf hat, so genau, wie bezahle ich die Miete? Wie kann ich irgendwie den nächsten 2 Wochen meine Einkäufe tätigen. So, das zermartert mir halt irgendwie wirklich das Hirn. Ja. Und dann bleibt einfach gar keine Option mehr, sich auf irgendwas zu fokussieren,
was vielleicht irgendwie Abhilfe schafft dem Ganzen. Also das kann mal gelingen, aber wenn man, ich bin grundsätzlich jemand, ich mache mir sehr viele Gedanken und wenn das Hamsterrad die ganze Zeit die, ja, eigentlich eher so eine abschwärmende Abwärtsspirale sich bewegt, bleibt wenig Handlungsspielraum und das ist wirklich auch sowas, was einen dann zusätzlich runterzieht. Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass die Spirale sich wieder hochdreht, weil das ist das, was wir ja auch mit Aufschwung gerade tun wollen. Und wir wollen ja einfach auch nicht zu spät kommen. Und genau das ist das Wesentliche, wie bei dir jetzt. Also und deswegen ist es für mich, also ich glaube, das können sich ganz viele gar nicht vorstellen. Ne? Dieses, es ist auch so ein Stück, wenn so ein Ereignis kommt, gibt es ja immer drei Möglichkeiten. Entweder ich kämpfe, aber man kann nicht gegen irgendwie ein Virus ankämpfen, ne? Also so wie der Säbelzahntiger früher gemacht. Ich fliehe, fliehen hilft ja auch nicht. Oder die meisten sind Freeze, ne? In so einem eingefrorenen Zustand. Und kämpfen heißt natürlich übersetzt trotzdem zu gucken, was kann ich tun? Und das habt ihr beide ja auch gemacht, ne? Also du hast auch quasi mal als DJ quasi gestreamt, aber du siehst die Menschen nicht, wie die reagieren und das, ne, ist dann ja nicht, dann kannst du ja gar nicht agieren. Das lebt ja von der Interaktion bei dir. Ne? Das lässt sich nicht online machen. Du hast versucht, es umzustellen. Du hast quasi, ne, auf Masken umgestellt. Das ist ja nicht so, dass ihr jetzt nichts gemacht habt. Und das finde ich auch nochmal so wichtig zu betonen. Ne? Also ich kann völlig mitempfinden, weil ich hatte dann direkt zu Beginn dann festgestellt, dass es sogenannte BAFA-Beratung für kleine und mittelständische Unternehmen gibt, so viel für einen Wert von 4.000 Euro, die Unternehmen gar nicht zu, vorstrecken müssen. Also die mussten mich quasi nicht vorstrecken, nur jedenfalls die Mehrwertsteuer nicht bezahlen, hatte 16 Personen akquiriert und zum Teil schon angefangen. Und dann hieß es, das Programm wird hat auch schon Anträge online gestellt. Das ging auch immer noch. Das wird rückwirkend gestoppt, weil die nicht mit so viel Andrang gerechnet hatten und weil ein paar schwarze Schafe das missbraucht haben. Ne? Das sind einfach so Sachen. Okay, dann habe ich gesagt, eine Tür schließt sich, ich öffne die andere. Ich habe Gott sei Dank irgendwie geschafft in meiner Branche. Mit Einzelcoaching konnte ich einfach was tun. Aber es gibt eben wie bei euch in der Branche, ne, ich habe viel Einzelcoaching, auch viel online gemacht, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche. Ne? Und ich hoffe mal bei dir, Fabian, dass vielleicht die Handwerkskammer da auch zum Beispiel flexibel ist. Bei dir, Sarah, dass die IHK dich sehr gut beraten hat, finde ich auch was sehr Positives. Die versuchen da auch selber gerade kreative Lösungen zu finden. Ich hatte vor kurzem mit dem neuen Geschäftsführer, Herrn Dr. Tomi, auch ein sehr gutes Gespräch, weil die jetzt als ideelle Unterstützer für Aufschwung dabei sind. Das heißt, wir dürfen unser Projekt auf der nächsten Vollversammlung vorstellen, sodass es wirklich viel, viel mehr Menschen erreicht, sodass wir noch mehr Geber und Nehmende finden. Also so auch bei der IHK, die haben ganz viele kleine Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich eben vielleicht auch nicht alle zeigen als bedürftig. Und bevor jemand Insolvenz anmeldet, ne, du hast Gott sei Dank jetzt die Möglichkeit, erstmal nur den Laden runterzufahren und dann hoffentlich wieder aufzubauen, ohne dass du schon da bist, dass du jetzt Insolvenz anmelden musst, aber dem musstest du halt hervorkommen und wir wollen einfach hoffen, dass es deinen Laden auch wieder gibt. Ne? Und ihr kennt doch auch ganz viele, die so sonst in der Kreativbranche sind. Das heißt, wie geht es denn denen? Also gibt es da auch Unterschiede? Also ich habe jetzt auch schon hier einen Künstler gehabt, eine Künstlerin, denen geht es ja eigentlich sehr ähnlich. Eine konnte jetzt so ein bisschen über ein paar Projekte ein Stück sich über Wasser halten, aber das ist ja in eurer Branche, ihr seid ja einfach, ne, du machst Mode und brauchst die Messen und du hast quasi dein Geschäft, brauchst die Menschen, die kommen oder brauchst für die Musik die Leute. Kennt ihr Menschen, die das anders geht oder wie erlebt ihr das sonst noch? Ja gut, also es gibt halt auch durchaus Labels, die halt in einem günstigen Preissegment sind, halt als ich, die halt auch anders arbeiten, denen es halt durchaus schon besser geht als mir. Nur bei meiner Kundschaft und bei meinem Preissegment ist es halt wirklich so, dass die Leute halt eher dieses Erleben von den Kleidungsstücken halt auch wirklich live haben wollen. Ne? Du machst also ja nicht die Stoffe Masse, anpassen. Du machst ja Klasse. Bei dir ist das ja was anderes, ne? Klasse statt Masse. Ja. Ne? Ja, genau. Also ich lege halt wirklich hohen Wert auf gut geschneiderte Kleidung. Also wir produzieren halt auch nur in Deutschland. Wir verwenden halt wirklich umweltfreundliche Stoffe aus zum Teil recyceltem Plastik. Die Stoffe werden halt in der EU hergestellt, sind halt dementsprechend etwas teurer, aber die Umweltbelastung ist halt auch geringer. Wir versuchen halt, die Produktionsketten so gering wie möglich zu halten. Wir produzieren halt in Berlin, ne, mit Bekannten von mir. Die haben eine eigene Produktionsfirma. Dementsprechend ist halt auch der Stundenlohn dann halt dort
auf etwas höher, muss man halt sagen. Ne? Aber dementsprechend leidet halt niemand da irgendwie unter Hunger oder es muss irgendjemand unter der Nähmaschine schlafen oder in irgendeiner Baracke nähen und die Kleidung für andere Leute fertigen. Ne? Also das ist halt schon das Wichtige halt. Genau wie, dass ich halt auch meinen syrischen Flüchtling sozusagen endlich mal anstellen konnte. Mhm. Der hat vorher als Freelancer bei mir gearbeitet und den konnte ich jetzt dann letztes Jahr dann einstellen. Wie gesagt, jetzt leider halt in Kurzarbeit, aber es gibt halt genügend andere Modegeschäfte oder Boutiquen, denen es halt genauso geht wie mir, die jetzt halt auch einfach sitzen bleiben auf den ganzen Kleidungsstücken, beziehungsweise auch nichts weiteres Neues irgendwie ankaufen können, weil sie sich halt auch bei neuen Labels halt gerade super unsicher sind, wie die Abnehmer dafür sind. Klar, ja. Die Geschäfte sind ja wirklich nur auf Zuruf auf und das ist unterschiedlich. Genau. Ne? Habe ich morgen, also diese Unsicherheit, dieses habe ich morgen auf, habe ich morgen zu, ne? Wie darf es sein? Ne? Und dieses abhängig davon sein, das heißt, du kannst ja nichts planen. Ich nenne es immer auf Sicht fliegen oder fahren. Das heißt, das ist ja völlig klar, dass sie zurückhaltend sind, gerade bei hochwertigen Preissegmenten. Und im Prinzip dein Konzept, Sarah, von deinem Laden haben wir noch gar nicht so dargestellt. Du bist ja auch voll nachhaltig. Also Nachhaltigkeit ist bei euch beiden einfach auch ein wesentlicher Wert. Also ihr arbeitet einfach auch werteorientiert. Ne? Und vielleicht magst du dazu noch was auch sagen, Sarah. Also zur letzten Frage bezüglich Künstler, also wie es bei denen läuft oder bei befreundeten, bekannten Künstlern. Es kommt immer ganz drauf an, in welchem Bereich. Also ich kenne einige, die eben als Illustratoren zum Beispiel arbeiten. Bei denen läuft es nach wie vor, weil das eben auch alles irgendwie auf digitalen Wege möglich ist. Künstler, die eben auf eine Ausstellungsfläche zurückgreifen müssen, bei denen ist natürlich absolut tote Hose momentan. Und im Musikbereich, und da kenne ich eigentlich die meisten Leute, da ist es natürlich überall Flaute. Also jetzt gerade so im DJ-Bereich, da sind die wenigsten, die ich kenne, haben das als Hauptstandbein. Also die machen das auch alle nebenbei. Und diejenigen, die Musik produzieren, da ist im Moment eigentlich auch eher wenig Bedarf. Also es gibt zwar Bands oder auch Künstler, die aktuell Musik rausbringen, aber die wird eben, die gute wird momentan eigentlich so zurückgehalten, bis dahin, bis es wieder losgeht, weil momentan ist da eben vorprogrammiert, dass diese Sachen sich nicht gut verkaufen lassen. Ist ja bei Filmen, im Kino, ne? Ist ja eigentlich überall. Ja, und genau. Also von daher erstmal wunderbar, wie ihr das überhaupt durchgehalten habt. Vielleicht frage ich euch trotzdem nochmal, was habt ihr denn geschafft, um jeden Morgen wieder aufzustehen? Also habt ihr da so einen Tipp für euch selbst? Also ich habe einen Hund, der mich jeden Morgen zwingt zum Aufstehen. Das ist halt das Gute an der Sache. Ne? Also ich hatte überlegt, mir einen zuzulegen. Weil bei mir hat es gar nicht geklappt mit dem Aufstehen. Ja. So. Nee, also ich habe einen Hund, der zwingt mich halt jeden Morgen zum Aufstehen. Und vor allem halt eigentlich wirklich, bei mir ist es halt wirklich der Wille, halt nicht insolvent zu werden. Halt, wirklich. Also das ist mein einziges Ziel, jetzt über die ganze Corona-Pandemie durchzuhalten, einfach durchzuhalten und die Hoffnung zu haben, dass es halt echt irgendwann wieder besser wird. Also mehr kann ich dazu halt echt nicht sagen. Also ich meine, ich habe genügend Zeit damit verbracht, rumzuheulen am Küchentisch und meinem Lebenspartner halt einfach die Ohren voll zu jammern und zu heulen oder Freunden in den Ohren zu liegen, weil irgendwann sieht man halt auch einfach keine richtige Perspektive halt auch einfach mehr, muss man halt wirklich so sagen, ne? Weil es ja von einer Restriktion zur nächsten irgendwie ging und da denkt man sich halt echt immer nur noch so, okay, gut, was bringt denn das eigentlich noch? Aber das Ding ist halt einfach, ich will meinen Traum nicht aufgeben, ne? Also ich will es einfach nicht beerdigen. Das finde ich so schön. Halt, bleib dran, bitte, das ist dein Traum, das ist dein, also du lebst deinen Herzenstraum und da möchte ich euch beide jetzt gerne auch nochmal ins, genau, Hoffnung, aber da frage ich jetzt auch nochmal dich, Sarah, genau, also du hast dir keinen Hund zugelegt, bei dir war es Hoffnung, auf, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt, ne? Und sich die Spirale umdreht. Wie ist es bei dir, Sarah? Schwierig. Also tatsächlich war es gerade, also der erste Lockdown war super, da war ich nämlich nicht da, da war ich im Urlaub und habe den in Thailand irgendwie verbracht und da war ich wirklich auch, als ich zurückkam, habe ich das Ganze sehr positiv irgendwie genommen, weil ich ja eigentlich immer noch im Aufbau vom Laden war. Also da war, es war noch nie wirklich sicher, kann ich davon irgendwann leben oder muss ich irgendwann den Laden schließen und einsehen, dass es halt nicht fruchtet.
Deshalb war das für mich so ein Stück weit Vorteil, weil plötzlich alle Läden, die schon funktioniert haben, sich in derselben Situation befunden haben wie ich, nämlich dass alles unklar ist. Und da ich das schon so ein bisschen geprobt hatte die letzten 3 Jahre, damit klarzukommen, war ich da eigentlich relativ, ja, sagen wir mal, positiv gestimmt, aber es hat mir so ein bisschen Mut gemacht, dass man das halt irgendwie zusammen übersteht, weil wir dann alle im selben Boot sitzen. So beim zweiten, das war dann der erste, den ich hier miterlebt habe, war ich eigentlich auch noch halbwegs guter Dinge. Nee, jetzt muss ich kurz überlegen, der zweite war ab Dezember. Ab Dezember, ja. Genau, nee. Dann, genau, Anfang Dezember, das war noch okay. Aber bei mir hat sich dann so im neuen Jahr wirklich so eine, ja, es war lethargisch, kann man es teilweise, glaube ich, schon nennen. Also wirklich einfach nicht mehr nur so den Blick nach vorne zu richten und positiv zu sehen, sondern dann irgendwann auch es so zu sehen, wie es ist und sich damit irgendwie auch auseinandersetzen zu müssen. Also ich bin, würde ich sagen, grundsätzlich auch jemand, der versucht, möglichst optimistisch und positiv durchs Leben zu gehen, auch wenn es manchmal schwerfällt. Aber da war wirklich so der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, also jeder, der das jetzt irgendwie noch positiv sieht, das ist für mich Augenwischerei. Also ja. Das ist, ist halt einfach nichts mehr positiv. Mhm. Und sich dann bei Laune zu halten, ist relativ schwierig, ja. Aber es ist auch eine wichtige Kompetenz. Also wir erweitern leider gerade Kompetenzen. Du hast es vorher schon, dieses, es gibt keine Sicherheit für meinen Laden. Das war ja vorher schon bei dir drin. Aber jetzt so dieses, diese Ungewissheit, dieses Lange ist das, was dich vor allem zermürbt. Ja. Ne? Und, ja. Aber ja. Diese Kompetenz, es ist, wie es ist, das ist letztendlich auch trotzdem eine ganz wichtige Kompetenz, aus der wir schöpfen ja. können. Ja. Und das hast du jetzt auch gemacht und diese Entscheidung getroffen, die dann auch sehr mutig ja. ist und bestimmt eben auch schmerzhaft, wo wir einfach hoffen, dass sich das bewegt. Aber mich würde trotzdem interessieren, du hast ja, du glaubst ja auch genau wie Fabian an deinen Traum, wieder als DJ durchstarten zu können und auch den Laden nochmal aufbauen zu können, sodass er dir auch eine eigenständige Existenz bietet, ohne ne, dass du noch nebenbei arbeiten gehen wirst müssen. Wie bist du denn da hingekommen, sowohl DJ zu werden, als auch zur Idee dieses Ladens? Das will das nochmal verstehen, diese Idee haben. Ich bin da hingekommen. Also Laden, das war irgendwie ein Traum, den ich schon relativ lange hatte. Das war noch zu Ausbildungszeiten, da war ich Anfang 20, würde ich sagen. Und das hat sich irgendwie so im Laufe der Jahre eigentlich erst so Richtung einem Laden entwickelt. Also das war früher einfach so die Leidenschaft für alte Dinge, für Klamotten, für Flohmärkte, Sachen zu kaufen, die teilweise auch anzuhäufen. Und genau, das hat sich dann irgendwann so zu einer mehr oder weniger ja, Idee entwickelt, die ich dann konkret vor Augen hatte. Und das Konzept von dem Laden habe ich geschrieben bei meinem Studium in Marketingkommunikation. Das war meine Abschlussarbeit und da hat das Ganze dann wirklich konkrete Formen angenommen, dass ich dann halt auch hier wieder gefunden hat. Also jetzt nicht 1:1, das Konzept war ursprünglich ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen ist es das, was ich mir damals eben auch schon so durch den Kopf habe gehen lassen. Und beim Auflegen war es eigentlich so, dass ich ja schon recht früh immer in Clubs unterwegs war und irgendwann ein Mädel gesehen habe, die da hinten dran stand. Und das hat mich, also ich glaube, es war die erste Frau da hinter den Decks. Und das hat mich total fasziniert und irgendwann, ja, kam dann eins zum anderen. Hat sie einen richtigen Namen gemacht. Genau, dann können wir hoffen, weil du ja zum Teil auch international da bist, dass vielleicht in anderen Ländern, wo es jetzt schon offen ist und die Clubs schon wieder haben, vielleicht ist das ja eine Perspektive, wo du dann zumindest in diesem Bereich, ja. Das wäre doch irgendwie cool, das mit Urlaub verbinden. Schauen wir, ob das nicht eine Idee wäre, genau. Also ich glaube, es ist gerade auch wichtig, dass man nicht vereinzelt, also dass man zusammenhält und gemeinsam Ideen entwickelt und da hat die IHK auch was vor, also ich denke, sowas können wir dann auch nochmal irgendwie vielleicht auch jetzt unter Aufschwung nehmenden geben, damit ihr einfach durchhaltet. Es entsteht gerade bei mir die Idee. Ich glaube, das sollten wir tun, weil ich bin sehr, sehr kreativ. Ihr seid auch kreativ. Ich bin in anderen Wegen kreativ, aber ich hole sozusagen und spüre das, was die Menschen vielleicht, wo jetzt noch Lücken sind, wo sich neue Türen öffnen. Dazu bin ich ja, letztendlich nenne ich mich ja Unternehmensentwicklerin mit Herz. Also das können wir ja vielleicht mal ein Treffen machen, kommt mir gerade so in den Sinn. Ich glaube, das sollten wir tun, damit ihr eure Ressourcen wirklich nochmal sinnvoll einsetzen könnt. Und Fabian, bei dir, wie bist du dazu gekommen, Modedesign zu studieren und auch zu leben? Das ist ja auch schon immer ein Schritt.
Ja, also das ging eigentlich auch nur ein bisschen über Umwege. Also ich habe, sagen wir es mal so, also die Oma mütterlicherseits und der Opa väterlicherseits, die waren bei, also mein Opa war Herrenschneider, meine Oma war Weißnäherin. So, also irgendwas so Handwerkliches mit Stoffen scheint da irgendwie auch schon irgendwie mitgegeben worden zu sein. Und dann so, ich war halt schon immer in der Pubertät, war ich halt schon sehr modeaffin, auch mit Make-up etc. pp. Hatte dann auch mal bei Fotoshootings dann Mädels geschminkt etc. pp. Und so weiter und so fort. Wollte dann ursprünglich auf eine Privatschule gehen, die konnte ich mir allerdings nicht leisten. Und dann habe ich nach dem Abitur halt angefangen, erstmal 4 Semester Jura zu studieren. Das wusste ich gar nicht. Ja, doch, ich habe Was? 4 Semester Jura studiert. Okay. Da kommen jetzt noch Geheimnisse zum Ja, Vorschein. wirklich hier ungeahnt. Ein Ja, anderes Leben, ich doch glaube, nicht da hat sofort dem mich. Herzen Ja, kein gefolgt. Talent. Ja. Also, das war dann halt so ein kleiner Umweg und dann hatte ich dann halt mich mal nochmal auf mich besinnt und mal nochmal in mich reingehorcht, was ich eigentlich halt möchte. Und dann habe ich halt mich vorbereitet für die Mappenberatung, Mappenprüfung in Trier an der Hochschule. Die habe Und ich auch gemacht. Hast du das gewusst? nee, das wusste ich nicht. Ja, die habe ich auch mal gemacht. Ja, Ja, ich wurde leider und nicht genommen. Und ich habe in schade. Trier auch schon für Modedesign gearbeitet, als externe Beraterin. Wie Okay. lustig. Genau, waren Ja. wir alle Ja. schon mit Trier verbunden. Ja. Ja. Ja, und dann bin ich dann halt tatsächlich bei meinem Erstversuch auch angenommen worden. War dann 8 Monate in Berlin, habe dort mein Praxissemester abgeleistet und habe dann halt auch mal das erste Mal mitbekommen, wie es so ist, als selbstständiger Modedesigner zu arbeiten. Mit welchen Sachen man konfrontiert ist. Damals war ja an Corona nicht zu denken. Das war ja 2013, 2014, wo ich in Berlin war. Dann habe ich meinen Abschluss gemacht und 2016 und habe dann beschlossen, mein eigenes Modelabel zu machen. Super. So, und dann war ich halt als am Anfang, so hatten Sarah und ich uns auch kennengelernt, im Hinterhof in einem Atelier und Sarah hat in dem Haus halt gewohnt. Stimmt, da haben wir uns Ne? kennengelernt, genau. Ja, und so hatten wir uns dann halt auch irgendwie kennengelernt. Weißt du noch Und das Jahr, echt? ja, das war 2016, wo ich dort eingezogen bin. Hey. Ja, und dann hat sich das halt von Krass. Jahr zu Jahr dann halt gesteigert und gesteigert, sodass ich dann halt 2018 dann halt meinen Laden im Nauwieser Viertel halt eröffnen konnte mit meinem eigenen Label. Ja, und dann, wie gesagt, 2020 war dann halt eigentlich gedacht, dann so mal richtig durchzustarten, ne? So Paris Fashion Week Genau. und alles, in einem Showroom auszustellen. Und dann, ja, kam dann halt Corona und hat durch alles nochmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber du verfolgst deinen Weg unbeirrt und dein Label werden wir sehen und weiter Ja. verbreiten werden. Es gibt eine Zeit nach Corona, wie die aussehen wird, wissen wir nicht. Aber ich bin mir sicher, auch solche Konzepte wie von euch müssen zwar alle essen, aber wir müssen uns auch anziehen und Ja. sich wohlfühlen und Schönheit und auch gerade Mode sind ganz wesentlich und Musik zum Abtanzen. Also das ist ein Bedürfnis. Also Ja. ich Das glaube, fehlt sozusagen, ja. das Ja. fehlt den Menschen und das ist ein Ja. Riesenbedürfnis, auf das ihr auch trefft mit euren Angeboten. Das heißt, ja, bei mir ist jetzt die Idee entstanden, dass ich nicht erst, wenn irgendwie Corona vorbei ist, mich mit den Nehmenden mal zusammensetze, weil es schon so schön ist, was letztes Mal entstanden ist aus der Annette Orlinski und der Annette Pütsch-Spatazza. Und ich hoffe, ihr beiden kanntet euch ja jetzt schon, dass einfach daraus vielleicht nochmal wir uns gegenseitig Mut machen können und nach vorne blicken können, Ideen bekommen. Neben dem, was hoffentlich noch an Geld fließt, und da sage ich nochmal vielen Dank an alle Gebenden, die das jetzt sich vielleicht auch extra angucken, weil ich denen den Link auch schicken werde, damit sie die Menschen, die nehmend sind, ein Gesicht bekommen. Also konnte ich meinen Herzenstalk positiver Nachrichten zu nutzen, auch wenn es heute mal keine positiven Nachrichten waren, aber ich hoffe einfach darüber als Folge positive Nachrichten wieder verbreiten zu können, dass das jetzt sozusagen der Anlass war. Und ich danke euch für euren Mut, für eure Bereitschaft, euch zu zeigen. Sagt es auch anderen weiter rum. Wir brauchen noch mehr Nehmende, wir brauchen noch mehr Gebende, weil wir wollen ja wirklich nicht nur der Tropfen auf dem heißen Stein sein. Wir wollen das wie der Stein sein, der ins Wasser geworfen wird und ganz viele Wellen weiter verbreitet. Das ist die Idee dahinter und da brauchen wir noch viel, viel mehr Handelnde und danke euch beiden. Danke Ja, zu dir. danken, ne? So.